Also, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Hilger. Ich freue mich, dass wir hier wieder die Veranstaltung zusammen haben und natürlich, dass Sie heute online dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXFET. Heute, wie versprochen, wieder mit Kamera. Und ja, wir schauen uns mal hier direkt mal den Risikohinweis an. Denn wie immer, die meisten von Ihnen kennen das ja schon. Dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Das ist wirklich ganz wichtig. Unabhängig vom Inhalt heute, also ob erstens der Dirk vielleicht einen Trade mitgebracht hat oder Trades eingeht im Laufe des Webinars, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann schalten wir zunächst mal ganz schnell rüber zu Dirk und dann besprechen wir alles weitere. So, wenn jetzt nicht alles schiefgegangen ist, müsste der Nelson mein Bild sehen. Auf YouTube müsste man das Bild sehen. Den Nelson habe ich, glaube ich, verloren als Kamera, so wie ich das halt hier direkt schon sehe, weil eigentlich hat er wieder eine Kamera dabei. Und aber okay, so ist das halt mit der Technik. Die lässt uns gerne mal an der Stelle auch mal im Stich. So, ich sage aber erstmal hallo und herzlich willkommen heute zum NFP Live Trading, zum wievielten? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir sind jetzt irgendwie im 7. Jahr, glaube ich, dabei. Und das sind dann natürlich irgendwie schon so ein paar NFPs, ne? Also wahrscheinlich irgendwie 80, 90, so ein oder zwei sind vielleicht mal ausgefallen, aber halt wirklich viel nicht. Also herzlich willkommen, schreibt immer, was ihr auch immer ihr zu sagen habt, gerne in die Kommentare oder bei GoToWebinar, wo wir eben auch sind, eben dort in die Fragebox. Und ich versuche das natürlich dann auch in irgendeiner Form aufzugreifen, wenn das irgendwie machbar ist. So, jetzt hat der Nelson aber erstmal das Wort, aber ich glaube, wie gesagt, da hat mir die Technik, ich glaube, nee, jetzt ist es eigentlich so, wie es am Anfang da war alles schön, aber wenn ich jetzt hier auf Nelson drücke und dann haben wir wahrscheinlich irgendwie nur nix. Jo, nix, sorry. Da ist er, aber man hört ihn, ja? Nelson, sag was. Ja, hi YouTube. Ich freue mich, dass auch ihr eingeschaltet habt und hier live dabei seid. Und tatsächlich, ja, ist jetzt auf YouTube nicht zu sehen, beziehungsweise symbolisch eine Symbolisch ist Kamera der oder ein Platzhalter. genau Platzhalter. Tatsächlich habe ich die Kamera dabei. Aber es geht ja nicht um die Kamera, es geht nicht um mich. Auch wenn der Norbert hier einen schönen Kommentar hinterlassen hat. Und ja, wir haben ja der Dirk hat ja gestern auch schon in seinem Stream schon angeklungen und dort auch angesprochen. Diese Woche ist wirklich sehr interessant, was die Bewegung betrifft. Gestern Abend gab es ja auch den einen oder anderen oder die eine oder andere Headline, die dazu veranlasst hat, die Märkte ein bisschen zu bewegen. Aber da können wir vielleicht noch später drüber sprechen, wenn gewollt ist. Ansonsten, Dirk, können wir Ja, loslegen, oder? genau, machen wir. Ja, also der Nelson hat es auch gerade schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viele meinen Stream gesehen haben, aber gestern, also das Interessante war natürlich, darf ich zwar eigentlich so gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, dass man halt, sobald man halt irgendwie mal dann so ein anderes Wort in die Headline schreibt, plötzlich hat man dann irgendwie dreimal so viele Live-Zuschauer, ne? Und das ist ja eigentlich, wenn man das immer macht, ist es unseriös, aber ich habe halt gestern gedacht, okay, versuch das mal. Und weil ich das halt irgendwie schon, irgendwie jetzt auch von der Bewegung schon deutlich genug fand, um das Wort dann eben auch mal verwenden zu dürfen, ja, also das Wort Crash, ne? Also wir haben jetzt noch keine, ne? Das ist halt schon klar. Aber die Zeichen stehen irgendwie gerade nicht so wirklich gut, ne? In vielerlei Hinsicht. Also was ja halt einmal das Thema war, war ja eben die Fed, die dann halt eben damit um die Ecke gekommen ist und dann so, oh Wunder, plötzlich gibt es jetzt wahrscheinlich doch keine Zinssenkung in 2024. Angedacht waren vorher, anfangs mal glaube ich 4, dann später 3 und dann wurde immer irgendwie alles weiter nach hinten geschoben und plötzlich gibt es dann jetzt irgendwie wahrscheinlich gar nichts mehr. Und das ist Nur natürlich zur dann besseren so ein für Einordnung, die, Dirk. bitte? Nur zur besseren Einordnung. Tatsächlich ist nicht die Fed per se, die das ja gesagt hat, sondern ein Fed-Mitglied, der Kashkari, der sowieso eher zur hawkische Lage einzuordnen ist, und gleichzeitig auch überhaupt nicht stimmberechtigt ist dieses Jahr. Das hat man auch gesehen, dass diese Headline natürlich schon was bewirkt hat, aber die Fed Funds Futures gestern, die haben sich kaum bewegt. Also die Wahrscheinlichkeit ist circa gleich geblieben. Viel, viel wichtiger war gestern die Bewegung in Öl und diese geopolitischen Situationen in bezogen auf Israel und Konflikt mit Iran. Israel, ja.
Und das hattest du gestern ja auch angesprochen. Das hat natürlich Ja. eine Auswirkung auch aufgrund der, wie heißt die Straße von Hormuz, hat das eine Auswirkung auf den gesamten Ölmarkt weltweit. Und das hat gestern so ein bisschen die Märkte, ja, wie sagt man, verschreckt, erschreckt. Man Ja. sieht das, wenn man sich den Öl, sich den Chart mal anschaut, was da für ein Sprung gestern gelaufen ist und auch die US-Staatsanleihen, also wurden gestern auch angefragt. Das hat natürlich eine schöne Verwerfung gestern gegeben. Aber die Zahlen heute kann schon wieder alles rückgängig machen, je nachdem, wie die reinkommen. Du wirst jetzt sagen, Chart macht die News, oder wie sagst du immer. Aber Das wir muss ich werden ja jetzt. gleich sehen. Naja, weil ich habe ja auch gestern schon gesagt, ne, das klingt jetzt natürlich so nach ein bisschen Klugscheißerei, wenn ich das erwähne. Aber dieses Rücklauflevel, was da halt im Dow oder was im Dow gestern eben dann als Rücklauf also eigentlich gedient hat, ja, nämlich eben rauf bis auf etwa 428, das war natürlich dann schon wieder ein Tag vorher halt da, ne, rein technisch. Und das ist halt immer so das Ding, wo man sich fragt, ja, warum, ne? Und auch einen Tag vorher konnte man schon sehen, dass der Markt eben eigentlich eher eine Tendenz nach unten haben sollte, ja. Und irgendwie passt dann halt plötzlich dann am Donnerstag alles zusammen, wo dann die passenden News kommen. Ne? Das ist halt genau immer das Ding, wo man sich so immer fragt, wie kann das denn sein? Ne? Und man weiß es nicht. Also das ist halt irgendwie, keiner wird das jemals irgendwie da für einen wissenschaftlichen Beweis erbringen, irgendwie eine Evidenz da halt erbringen. Das ist aber halt was, was man beobachten kann und was man halt eben, finde ich, nicht ignorieren sollte. Und generell, ja, sage ich ja halt immer auch, ne? So, Charts machen News und dann halt eben natürlich auch jetzt zum Beispiel, was die NFPs angeht. Und da haben wir natürlich dann heute, wenn das jetzt natürlich den Markt nach unten weiter befördert und dann haben wir natürlich dann irgendwie drei, vier Gründe und dann ist fundamental alles ganz schick, ne? Also vom Bild her macht es irgendwie keinen Sinn, warum der Markt jetzt zumindest, ich sag mal so, die Bewegung von gestern komplett wieder eliminieren sollte, ne? Warum die komplett wieder zurück abgewickelt werden sollte und der Markt dann halt eben komplett nach oben läuft. Da glaube ich einfach nicht dran, ne? Und auch das ist natürlich, kommt natürlich dann auch jetzt hier logischerweise dazu. Ich lese hier die Kommentare mit der Nelson liegt in Wahrheit irgendwo im Strand in Ich der muss auch Sonne. kurz grenzen, ja. Ich muss hier runtergucken, dann sehe ich die Ja. Kommentare auch, ja. Ist schon gut, ey. Genau, und ich sitze eigentlich bei Nelson im Büro auf dem Schoß und ja, ist echt so schade, dass es, also das ist, ja gut, können wir ein andermal drüber reden, über die Technik, aber ist halt schade, dass man dich jetzt nicht sieht. Also er freut sich auf jeden Fall sehr über die Kommentare. Kann man hier bei YouTube jetzt nicht sehen. Aber ist so. Ja, und das, also jetzt nochmal zurück zum Markt als sich. Wir haben ja noch so ein paar Minuten und das ist dann halt immer das Ding, ne? Und am Ende komplettiert es sich dann und dann waren es dann halt irgendwie nur die News, aber das Bild hat halt vorher schon gepasst. Und dass wir, ich habe ja das Wort Crash in den Mund genommen, dann ja eben auch in meinem Livestream. Und das ist natürlich ein bisschen tricky, ne? Ich werde auch hier gleich schon wieder als Crash-Prophet spaßeshalber verspottet. Ich glaube, jeder, der irgendwie schon ein bisschen länger hier bei mir dabei ist oder hier auch generell bei unseren Webinaren, der weiß, dass das halt Quatsch ist, ne? Also so meine ich das natürlich nicht, ne? Aber man muss auch nicht der Letzte sein, der irgendwie mitbekommt, dass der Markt fällt. Ist halt auch klar. Und wenn er denn das mal tut, ist es halt auch natürlich gut zu wissen, schon im Vorfeld, wohin er denn halt eben dann auch gehen könnte, ne? Dass er dann halt eben auch das Nächste und dass man halt eben nicht nur blind rumstochert. So, ich gehe jetzt mal rüber auf mein Bild im H1. Das ist natürlich jetzt Ja, erstmal mein viel Erfolg, viel Profilbild. Spaß. Ich schalte mich wieder ab erstmal. Nee, bleib da. Guck mal, jetzt ist er einfach weg. Jetzt hat er wirklich die Kamera ausgemacht, der Nelson. Nein, Nelson, du kannst sie ruhig anlassen. Wir sehen dich gerne. Sollen sich alle Weil auf den Chart konzentrieren. dann sieht man wenigstens dich oben und mich unten. Das passt schon. Okay, also wir haben halt hier den H1. Das ist jetzt erstmal das Erste, was ich mir jetzt hier angucke. Und das sieht man natürlich eine massive Bewegung halt, die von da oben runterkommt. Ne? Und wo man ja auch nicht so wahnsinnig viel irgendwie interpretieren muss, um zu sehen, okay, das Ding ist halt short. Ne? Und vor allen Dingen, was ich auch gestern noch meinte, und das darf man sich mal angucken, ist halt eben, dass halt dieses Gebilde hier, ne, diese Abwärtsbewegung ist die längste Stundenkerze seit keine Ahnung wann, ja. Und dann halt eben auch in die Richtung nach unten. Und das hat natürlich dann schon was zu bedeuten, weil wenn halt ein Marktteilnehmer oder mehrere halt eben so dermaßen auf den Knopf drücken und dann machen die das ja auch nicht zum Spaß. Ne? Klar, haben wir natürlich immer wieder Dips, die dann auch zurückgekauft werden, aber ist das ein Dip? Ich meine nein. Ne? Und es kann natürlich alles falsch sein, was ich meine und wie ich das sehe, das ist gar keine Frage. Aber erstmal habe ich da irgendwie nicht so wirklich
einen Grund dafür anzunehmen, warum das halt ein Dip sein sollte. Im Daily, um da halt mal eben drüber zu gehen, nicht drüber zu gehen, sondern rüber zu gehen, das auch mal sich anzugucken, sieht man halt auch recht deutlich. Wir kommen hier oben von der knapp 40.000, ne, mit einem neuen Hoch, da oben drüber, beziehungsweise da oben runter. Hier biegt sich alles nach unten weg. Wir sind halt hier, haben das ATH, das letzte ATH, was halt eigentlich als Long Punkt gedient hätte, haben wir hier stark abverkauft, stehen hier unten wieder in dieser Range, wo er sich wochenlang dran aufgehalten hat. Und wenn das hier unten bricht, und dann bricht es wahrscheinlich tief, ne? Und dann sind wir halt relativ schnell hier bei der 817. Also das heißt nochmal irgendwie 1000 Punkte tiefer fast. Und das ist aber halt durchaus denkbar, dass das halt so kommt. So, und wenn das halt so kommt, wenn diese Supports halt brechen und wir stehen plötzlich 1000 Punkte tiefer, dann ist es irgendwie vielleicht schon zu spät zu erkennen, dass man halt irgendwie vielleicht auch mal short gehen kann, ne? Weil dann ist schon irgendwie Großteil vom Zug abgefahren und deswegen bin ich da eigentlich schon ein Freund davon, halt irgendwie frühzeitig mit dabei zu sein. Und dann habe ich jetzt halt gestern ja dann auch gemeint, also beziehungsweise Weekly müssten wir jetzt eigentlich auch noch zeigen. Ich weiß es nur nicht, ob das hier auch wirklich umschaltet, wie es soll. Doch, macht es. Im Weekly SMA20 von da unten wäre halt auch ein Thema, ne? Da halt eben mal runterzukommen. Und dann eben auch hier sogar bis in die Zone bei der 37.000. Gut, das ist jetzt nochmal eine Ecke weiter. Das wird jetzt heute nicht kommen. Ne? Davon gehe ich nicht aus. Ich gehe eher davon aus, dass der Markt halt versucht, diese Lows halt rauszunehmen. Also hier im Daily diese Supports halt rauszunehmen. Und das macht aber möglicherweise auch nicht mit einem Rücklauf. Und das nicht ohne Rücklauf, Entschuldigung. Und deswegen habe ich ja auch dann gemeint, hier im H1, dass, wenn der Markt schweinisch läuft, ne, dann könnte es eben sein, dass wir halt hier einen Rücklauf kriegen bis darauf, ne, bis an diesen letzten Support da oben, dort eine Wirkungsumkehr bauen. Das wäre dann die 39.000 etwa, also rund 300 Punkte rauf und dann halt eben runter. Ne. Das wäre halt schon ziemlich mies und das würde wahrscheinlich auch schon wieder viele Käufer irgendwie in den Markt locken. Ich würde es aber halt für nicht echt halten, ne, sondern eher dann halt Auflösung von Short-Positionen und aber keine, ich glaube nicht, dass das wirklich Käufer sind, wenn der Markt halt hier raufläuft, sind eher Shorts, die dann halt irgendwie aufgelöst werden. Und dann wäre das halt der mögliche Drehpunkt. Ist natürlich ordentlich hoch, ne? Das wären von hier 300 Punkte, aber das ist was, das könnten die NFPs schaffen, ja. Und die Variante einfach wäre, wir versuchen nur hier über diesen Außenstab da halt wegzukommen und kriegen dann eins auf den Deckel. Und die Variante gemein wäre, wir fallen direkt runter, ne? Also von daher ist es nicht so wirklich einfach heute, muss man mal gucken. Wie man sich denn da jetzt halt irgendwie da halt irgendwie eingroovt, so dass man da ein paar Punkte mitnehmen kann. Die ganze Bewegung werden wir wohl nicht kriegen. Dafür ist es halt alles schon viel zu krass gelaufen. Ne? Also ich habe ja gestern den Short angesagt ja schon. Also was heißt angesagt? Es klingt immer so ein bisschen komisch, aber ich habe ja schon beschrieben, wo man halt oder wo ich das Ding sehe in der Reaktion und dann nach unten offen gelassen. Ich habe den natürlich auch noch. Ne? Und ich habe den jetzt hier nur sieht man den nicht, weil ich halt hier für das Live Trading jetzt erstmal auf eine andere Strategie geswitcht habe. Das kann man ja im Stereo Trader machen, so dass man einfach einen anderen Strategienamen angibt. Hier oben sieht man das, da müsste er drin sein. Ne? Ich bin jetzt auf S2 und die Unnamed Strategy, das ist die mit dem laufenden Short und deswegen sieht man die jetzt hier nicht. Ne? So, das heißt, also ich würde mal versuchen, hier bei der 790, das wäre nämlich halt der Versuch, dann da oben rauszukommen, dort irgendwo reinzukommen in den Markt. Mal gucken, wo das halt ist. Das ist schon fast zu hoch. Kann natürlich sein, dass das halt irgendwie zu knapp gegriffen ist. Ne? Das ist halt schon klar. Und auf der anderen Seite, wenn er runterdrückt, dann wäre halt die Frage, wie kommt man auf der Unterseite rein? Ne? Weil wir haben halt hier generell so ein schlappes Hochkaufen jetzt erstmal. Ne? Wir haben halt irgendwie, da ist natürlich heute noch nicht viel passiert, ein korrektives Verhalten nach einer kräftigen Abwärtsbewegung. Und das sollte eigentlich nach unten in irgendeiner Form auflösen. Das könnte jetzt natürlich sein, dass der Markt halt sagt, na gut, das reicht doch hier oben schon. Ne? Hab doch irgendwie genug korrigiert und kann jetzt auch direkt wieder runter. Das kann natürlich auch sein. Dann würde ich nicht reinkommen. Also das ist natürlich dann jetzt eben die Gefahr dabei. Ne? Das ist halt ganz klar. Und deswegen finde ich es halt natürlich auf der anderen Seite gut, dass da jetzt halt schon ein Trade da ist, der jetzt halt ordentlich vorne liegt. Und wenn ich jetzt hier nicht reinkommen sollte, dann mache ich den gleich nochmal auf und gucke, ob man dort irgendwas dann halt zumindest noch dran schrauben kann. Ne? So, das wäre jetzt so mein Ansatz. Das heißt, wenn man unbedingt irgendwie short gehen will oder short erwischen will, kann man natürlich dann auch sagen, okay, ich gehe hier direkt runter. Jetzt habe ich es echt verplappert. Ich gehe direkt runter. Ich wollte gerade sagen, kann man hier eine Order hinlegen und sich direkt da unten einstoppen lassen. Gut, das war zu langsam. Ist natürlich jetzt auch Quatsch, hier FOMO-mäßig da halt hinterher zu springen. Oh, mein Internet macht es wieder super heute. So, außer mit einer kleinen Position könnte man es natürlich versuchen. Das war natürlich nichts. Moment. Gut, dass sie klein war. So, erstmal ohne Stop.
mit einer kleinen Position da halt rein und dann halt versuchen, dem Impuls zu folgen. Ne? Da gehört natürlich der Stop dann halt logischerweise hier oben drüber. Ist natürlich so ein bisschen risky, das ist klar, ne? Aber halt generell finde ich, sitzt trotzdem erstmal noch nicht so wirklich falsch. Und dann halt eben gucken, ob wir da unten zumindest ein neues Tief kriegen und dann halt einmal da unten rausgucken. Ne? Aber generell ist das jetzt der Impuls. Also, ne, ich würde das, hätte das jetzt hier nicht gemacht, irgendwie mit, keine Ahnung, 10 Kontrakten oder irgendwas. Aber wenn man es halt klein macht, kann man sich ja auch an mehreren Stellen irgendwie dann halt auch einkaufen. Das heißt, hier 2-, 3-mal drücken ist natürlich immer noch keine Garantie dafür, dass es aufgeht. Das ist halt auch klar, ne? Aber man kann sich zumindest halt den Break-Even dann halt nach oben schieben und hat dann halt nicht den allerschlechtesten Einstieg, ne? Oder halt eben skalieren, dann hier als zum Beispiel auch mal rausgehen mit einem nochmal, ne? Und jetzt bin ich ja halt quasi schon mit der Nummer im Plus und ist natürlich jetzt von der Position her sehr, sehr klein, ne? Aber ich denke halt schon, da wir jetzt halt den ersten Impuls haben, den wird er, müsste er eigentlich in irgendeiner Form nach unten dann auch fortsetzen. Ich würde den jetzt aber hier auch nicht ewig lange da festhalten, weil dafür bin ich jetzt dann doch zu schlecht reingekommen, ne? Sondern eher hier oben nochmal irgendwie ansetzen, falls er nochmal dagegen läuft. Und das ist natürlich halt schon ein bisschen tricky, ne? So da jetzt halt einfach reinzuspringen. Das ist halt, ne, eigentlich klassisch FOMO, ne? Fear of missing out, also die Angst, was verpasst zu haben. Aber halt, ich finde es jetzt trotzdem nicht wirklich falsch. Bin hier im 1-Minuten-Chart, ne? Jetzt läuft hier die 2. Minute, läuft an. Er hängt hier so ein bisschen fest am, wo war der erste? Ja, der erste, gut, das war, ist okay. Hängt jetzt hier so ein bisschen fest am Point of Control, beziehungsweise am quasi VWAP, der hier beim Stereo Trader mit dabei ist, weil hier die Future-Daten dahinter liegen. Und mal sehen, ob wir da jetzt noch ein neues Tief bekommen. Ja, ich hätte es natürlich schon besser gefunden, wenn wir jetzt erst raufgelaufen wären. Aber ne, ich habe vorhin echt einfach ein paar Sekunden zu lang gequatscht, weil ich war gerade dabei, den Satz fertig zu machen und die Order zu setzen. Wollte ja sagen, wenn man möchte, kann man natürlich auch sich da unten einstoppen lassen. Das war ja dann eben hier. Aber okay. Ne. So, generell, ich muss ja auch nicht irgendwie alles irgendwie einfangen. Es ist ja vielleicht auch schon ganz okay, wenn ich beschreibe, was man machen kann und man ja damit dann irgendwie auch was anfangen kann. So, jetzt mal gucken, ob wir hier die 5-Minuten-Kerze zumindest mal halt irgendwie sauber nach unten weggedrückt kriegen, so als ersten Richtungsgeber und dann natürlich den M15 halt hinterher. Ne? Aber halt jetzt hier irgendwie long dagegen halten, würde ich für ziemlich kritisch halten. Ich würde auch hier jetzt nur versuchen, irgendwie in Richtung vom Vortagestief da halt zu kommen. Und dann, man muss das ja dann nicht irgendwie aushalten und unbedingt drauf bauen, dass da halt eben neues Low kommen wird, ne? Sondern erstmal halt so in die Richtung halt gehen und dann mal gucken, mit dem Abschluss von der 5-Minuten-Kerze vielleicht dann da halt eben runterzukommen und den dann halt auch rauszunehmen. Wie gesagt, Positionsgröße ist natürlich jetzt ein bisschen schade, das ist halt klar, ne? Weil ansonsten, klar, wenn ich hier oben besser reingekommen wäre, da wäre ich jetzt hier 100 Punkte mit 5 Kontrakten vorne und da wäre es natürlich fein. So ist es dann halt eben nur irgendwie so ein kleiner Scalp und halt nicht mehr, ne? Ich würde jetzt auch irgendwie, also der Stop liegt natürlich deswegen weit hier oben, weil ich ja mich auch gesagt habe, wenn der zurückläuft, dann würde ich da oben halt nochmal reingehen, beziehungsweise dann halt nochmal eine Position draufpacken, ne, um einfach so mein Average ein bisschen zu verbessern. Deswegen bin ich da jetzt nicht unbedingt direkt nervös, wenn der hier mal kurz 20 Punkte in den Profit läuft. Und kann natürlich immer noch sein, dass es trotzdem nach oben wegbricht, ist halt auch klar, ne? So, aber jetzt bin ich zumindest hier mal ein Stück weit besser drin. Mal gucken, ob er die jetzt wirklich nach oben, wenn er die wirklich jetzt nach oben auflöst, dann ist es halt so. Aber eigentlich war das jetzt erstmal hier nur ein Rücklauf und ich baue drauf, dass der Markt eben nicht nach oben wegzieht, sondern halt die nach unten fertig drückt. So, mal gucken, ob das gelingt. Wenn nicht, dann kann ich es nicht ändern. Ne? Dann ist er halt eben so ein bisschen choppy unterwegs, kommt ja halt auch schon mal vor. Ne? Also kann natürlich, ich so, wie gesagt, ne, hier oben wäre eigentlich so der Rücklaufpunkt gewesen, ne? Aber okay. Es kann natürlich sein, dass das jetzt in die Hose geht. So, aber also hier ein kleines neues High könnte man zulassen, mehr nicht. So, mal gucken, wie jetzt damit umgeht. Die ersten 5 Minuten sind rot, wenn auch nicht irgendwie sonderlich überzeugend, das ist halt auch klar. Ne? Was mir natürlich nicht gefällt, ist, dass er da oben jetzt im M15-Framing da halt schon wieder rumkurbelt, ne? Und da halt schon wieder versucht,
das da oben zu verteidigen und den M15 tatsächlich da halt irgendwie long aufzulösen. So, aber ich mache jetzt mal Folgendes. Ich nehme jetzt den auch nochmal raus hier. Es gefällt mir nicht so wirklich, ne? Also, weil die Gegenwehr ist schon so ein bisschen arg. Also, der Plan war natürlich, ne, die Position hier oben auszubauen, die größer zu machen und die mit runterzuziehen. Aber ich muss ja halt auch irgendwie, sollte vielleicht nicht ignorieren, wenn der Markt mir irgendwie erzählt, was anderes erzählt. So ganz überzeugt bin ich noch nicht. Ja, ich sehe halt, dass wir halt Käufer haben oder was heißt Käufer? Wahrscheinlich Short-Auflösungen auf der Unterseite und dass die Motivation da unten zu verkaufen so ein bisschen nachlassend ist. Das sehe ich natürlich. Und deswegen habe ich die Position auch nochmal verkleinert und würde den jetzt auch hier einfach gleich Break-Even ziehen und dann entweder geht er unten durch oder ich komme halt mit einer kleinen Position dann da halt oben im Minus raus. Das ist, ja, aber finde ich halt so ein bisschen zu choppy, die ganze Nummer. Aber was man ja halt schön gesehen hat, ne, ist ja hier, auch wenn ich jetzt irgendwie halt, wenn der auch nicht aufgehen sollte, kann immer noch sein, dass man halt eben durch Skalierung, ne, halt, wenn man die Position halt an höherem Punkt oder halt anderem Punkt dann eben nochmal macht und dann auch auflöst, dann zieht man seinen Break-Even, wie man sieht, ja, halt recht gut nach oben. Ne? Ich habe hier unten, das Ding liegt bei, wo sind wir da? 614. Und mein Break-Even liegt jetzt hier aber bei 650. Ne? Also das heißt jetzt hier rund 40 Punkte einfach durch Skalierung und Money Management gut gemacht. So. Aber ich bin echt gespannt, ne, wie das Ding jetzt hier rausgehen will. Will der wirklich nach oben? Was meint ihr denn? Nelson, was haben wir eigentlich für Zahlen bekommen? Ja, sage ich dir sofort. Das sind mehr als erwartet, wurde neue Stellen geschaffen, 303.000. Erwartet waren circa 200 bis 212. Das ist jetzt seit 39 Monaten wurden hier Jobs geschaffen oder Stellen, also sehr stark. Die Inflation, Lohninflation ist wie erwartet reingekommen, im Jahresvergleich geringer ausgefallen als ja, im Vergleich. Somit mit diesen Zahlen fällt es. Ah ja, und ganz wichtig, das hat auch Tim auch immer auf YouTube richtigerweise gesagt, Arbeitslosenquote kam stärker rein mit 3,8, erwartet waren 3,9. Die FED-Schau hat ja auch in der letzten Sitzung gesagt, dass sie hier drauf schauen. Die haben ja auch die Grenze auf 4% gesetzt. Insofern mir und so wie ich das ja auch hier die Reaktion auf Twitter jetzt lese oder auf X, wie es heute heißt, fehlt momentan die Fantasie, dass Zinssenkung jetzt hier weiter ein Thema sein sollte, als Stand heute. Wie das nochmal, den letzten Satz. Im Moment mit diesen Zahlen gibt der Markt. Wie bitte? Mit den Zinssenkungen, was du gerade meintest. Mit diesen Zahlen dürfte die FED wenig Argumente haben, Zinssenkungen hier durchzuführen, weil der US-Markt oder nicht Markt, die US-Wirtschaft sehr stark ist. Also quasi eine Bestätigung, ne, da von dem, was wir gestern da halt quasi als Rumors in den Markt da halt gegeben haben, ne? Also wäre das ja mehr oder weniger dann jetzt halt untermauert, ne? Richtig? Ja, wie gesagt, das ist, die FED hat ja ganz klar gesagt, worauf die schaut. Jetzt unabhängig davon, welche jetzt was Charts etc. betrifft, aber die hat eindeutig gesagt, die schauen auch weiterhin selbstverständlich auf Inflation, aber auch auf den Arbeitsmarkt. Und das ist, ja, das steht wie eine Eins. Ja, spannend. Da bin ich wirklich mal gespannt, also wie das Ding dann halt heute hier ausgeht, ne? Aber so wie Ich das glaube, dein alles klingt. Mikro ist verdeckt, Dirk. Du Nee, klickst. eigentlich nicht. Eigentlich ist es nicht verdeckt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann es Dumpf, mal ja. lauter machen. Vielleicht liegt es einfach daran. Das mache ich hier nochmal raus. Also man sieht, ich operiere hier an dem Trade. Kann man mich hören? Passt das alles? Man hört dich, aber du bist auf einmal plötzlich sehr dumpf geworden. Okay. Oder klingst dumpf, Oh. ja. Das ist auf jeden Fall hier, ne? Alles fein. Ich hoffe trotzdem, es ist irgendwie halbwegs erträglich. Jetzt, wo der Letzte gemerkt hat, das Short gehen könnte long gut passen. Ja, ne, nicht, Leute. Also, das ist immer so ein Ding, ne? Da wäre ich vorsichtig damit, ne? Weil das ist, weil jeder hält sich ja immer für ganz schlau, ne? Und irgendwie versucht dann ja auch deswegen, nicht deswegen antizyklisch zu handeln. Aber weil man halt irgendwie glaubt, es irgendwie anders zu sehen als andere, ist, glaube ich, kein Grund, warum man halt irgendwie antizyklisch
gegen irgendwas dagegen gehen soll. Ich weiß nicht, warum mein Mikro so leise ist. Ich kann es dir nicht sagen. Irgendwie, ich sehe es aber auch gerade selber bei mir am Pegel. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Schlägt irgendwie hier kaum aus, egal wie laut ich drehe. Und eventuell ist einfach das Mikro kaputt. Ich weiß Also man hört dich noch, aber wie gesagt, nicht. hat ein bisschen schlechter. Okay. Der Dirk Ja, schreibt hier, nachdem du dein Wasserglas genommen hattest. ja. Sehr guter Einwand. Mikro ist nass. Mikro ist nass geworden. Das ist ganz schlecht. Ja, so, jetzt habe ich natürlich hier wegen dem Mikro meinen Trade verpasst, weil ich wollte nämlich gerade sagen, wie man sieht, ich skaliere hier an der Eröffnung von der Stunde halt rum und würde da nämlich jetzt einfach, jetzt wieder besser, okay, und würde jetzt einfach da rausgehen, ne? Also, weil das macht irgendwie keinen großen Sinn, glaube ich, ne? Der kann natürlich immer noch nach unten gehen, der kann auch genauso gut nach oben gehen. Also ich meine hier jetzt zumindest mal im kleinen Timeframe so ein bisschen Tendenzen eher nach unten zu erkennen, ne, hier am M5 einfach gemessen, weil der halt doch immer wieder nach unten drückt und immer wieder da oben abgewiesen wird, müsste der eigentlich halt schon nochmal nach unten auflösen, zumindest mal ein Stück weit. Ne? Und der M15 ist davon halt noch nicht überzeugt. Also man sieht, jetzt läuft ja einfach komplett gegeneinander. Ne? Und ich habe das Ding ja hier deswegen auch skaliert. Und nicht nur, um irgendwie den Profit zu maximieren, ja, wenn es dann einer wird, sondern eben halt auch, um meine Entscheidungsfreiheit so ein bisschen beizubehalten, ohne dass es halt irgendwie großartig Geld kostet, ne? Oder andersrum ausgedrückt, wenn ich falsch liege, damit es nicht so teuer wird, ne? Und deswegen muss ich da jetzt nicht ewig dran festhalten. Ich wäre ein großer Freund davon, das Ding jetzt hier aufzulösen, wenn der M15 nämlich jetzt nicht irgendwie, also wenn halt innerhalb der nächsten 3 Minuten dann quasi der Markt nicht nach unten reagieren sollte. Man hat ja auch gesehen, ich habe hier oben eben auch schon kleiner dagegen skaliert, ne? Stop deswegen weggezogen, weil er halt hier, also es hat, finde ich, immer dann seine Berechtigung, wenn mein Break-Even halt mit nach oben rutscht, kann ich auch den Stop mit nach oben ziehen, ne? Und das finde ich dann halt wiederum völlig okay. So, hier muss man jetzt aufpassen, jetzt bin ich mal gespannt, ne? Also wenn jetzt der M15 Long auflöst, dann wird es wahrscheinlich nichts. Und dann gehen wir nämlich hier im H1 das nächste Level an, das wäre dann hier oben einfach nur im Framing bei der 760, wird er dann wohl anklopfen. Das wäre dann hier oben. Den kann man noch machen. So, das wäre so der Bereich halt, wenn er da versucht, halt rauszukommen. Das wird wahrscheinlich dann halt nicht so einfach werden. Würde ich doch mal irgendwie tippen. Und ne, weil halt hier, das ist halt die letzte Abwärtsbewegung von gestern. Da hat er natürlich Lust drauf, die zu kaufen, das ist klar. Aber das heißt noch längst nicht, dass es gelingt. Ne? Und deswegen bin ich, also auch dieses, ich meine generell schiebt das Ding halt hier auf der Seite und wir sind nicht im Long-Trend oder irgendwas, ne? Als dass man da jetzt irgendwie zu viel Respekt davor haben müsste für dem, wie der Markt sich da halt gerade bewegt, also weil er sich jetzt irgendwie gerade gegen mich bewegt. Wenn wir jetzt irgendwie im Long-Trend wären und ich würde hier anfangen, dagegen rum zu shorten, dann würde ich auch sagen, also erklärt mich bitte für bekloppt, ja. Wenn ich dann halt einfach die Position hier weiter skaliere und da halt die ganze Zeit dran festhalte, dann ist es natürlich falsch. Das ist halt klar, ne? Ja, der Juri schreibt hier auch schon, es passiert nichts mehr, wir müssen auf die Amis warten. Ja, das kann sehr gut sein, ne? Dass da jetzt einfach vor der Kasseeröffnung nicht mehr viel kommt. Ich glaube aber halt wirklich fast, ne? Ich meine, auch hier bei den News, wahnsinnig viel Volumen ist hier halt nicht gerade am Start, ne? Man sieht es ja auch daran, weil sich die Glocke hier, ne? Also das Volumenbild hier ja auch einfach überhaupt gar nicht verändert, ne? Also nicht großartig. Und von daher gehe ich nicht, jetzt nicht zu genau hier, Kollege. Ne? So, den nochmal weg. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass halt jetzt die Kasse das nachher halt endlos durch die Decke wieder kauft, ne? Sondern den möglichen Weg, ne? Also das, was ich da als Schweinerei, mögliche Schweinerei da beschrieben habe, das habe ich auf dem Schirm, ne? Hier wäre eigentlich die 780, da habe ich ja eben halt auch nochmal im Live-Chart was ergänzt. Also das wäre halt auch ein denkbarer Rücklaufpunkt, weil es halt einfach hier so ein altes ATH ist, die 780, 89, das wäre hier oben. Das kann er natürlich jetzt auch noch irgendwie auslotsen, ne? Und alles weiter würde ich dann auch erstmal aber nicht mehr mitgehen, ne? Und jetzt auch mal gucken, ne? Er versucht jetzt hier irgendwie, stößt im H1 hier unten, ne? Und wenn ich sage hier, dann ist damit gemeint, da wo ich mit der Maus gerade unterwegs bin. Da versucht er irgendwie gerade da oben rauszukommen. In der Regel gelingt das nicht so einfach. Deswegen auch hier jetzt oben nochmal,
eine zweite Order und der M15, der gefällt mir natürlich nicht, ne? Also um da jetzt irgendwie großartig Short dran festzuhalten. Der könnte aber trotzdem nochmal auf Anfang zurücklaufen, also hier nochmal auf die 708 oder wo sind wir da, ne? Und das könnte der halt schon nochmal machen. Und dann würde ich dort auch nochmal auflösen und dann halt sehen. Also ist so ein bisschen viel hin und her hier, finde ich, bei den NFPs, ne? Also wir hatten die in letzter Zeit hier öfters irgendwie deutlicher gehabt mit deutlicheren Bewegungen, finde ich natürlich dann auch zum Handeln deutlich spannender. Und aber okay, es ist jetzt auch nicht die Schuld vom Markt, warum ich den Short Stop verschlafen habe. Ist halt auch klar, ne? So, also ne, prallt hier oben ab, wie vermutet, erstmal. Und mal gucken, wie weiter uns da jetzt halt noch da unten entgegenkommt. Und hier der Anf als Anfang habe ich ja gemeint, das wäre eigentlich nochmal denkbar. Also nochmal auf den Anfang von 14:30 wäre schon möglich. Und dann, glaube ich, würde ich da erstmal halt irgendwie das Ding glattstellen und dann halt irgendwie alles weitere dann nachher mit der Kasse eröffnen und dann halt machen. So. Ja, Dilana, jetzt, Moment, lass mich mal ganz kurz, bevor ich die Kommentare, bevor ich mich wieder komplett hier irgendwie selber irritiere, lass mich mal kurz den Trade hier zu Ende bringen. Ja, komm, jetzt nicht genau auf Break-Even aufsetzen, das ist gemein. Ein kleines Stück tiefer, einmal da unten reinstechen. Mehr will ich doch gar nicht. Na komm. Einmal ein bisschen tiefer ansetzen, aber ne, manchmal ist das ja so, dass dann so Murphy's Law, irgendwie, wie hoch ist die Chance, dass jetzt hier kein einziger Punkt mehr dazu kommt? Quasi null, ne? Außer man ist irgendwie im Trade drin. Dann ist die Chance 110. Das ist irgendwie normal. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Ne? Aber ich glaube es jetzt nicht. Also wir haben hier das Valley Area High, ne? Ja auch da unten an der Eröffnung. Von daher, es müsste eigentlich schon passen. Ne? Aber trotzdem, wie gesagt, ich würde hier, kam schon, kam jetzt, vermeier mich hier nicht. Ich würde hier glattstellen jetzt einfach. Kam, weil das macht keinen Sinn. Das ist mir zu viel hin und her. So, das ist dann halt jetzt eine Nullnummer. Okay, ne? So, ich muss es nicht erzwingen. Aber was man halt eben, ja klar, jetzt, ne, jetzt bin ich flat, jetzt kann es natürlich tiefer gehen. Das ist so mies, ey. Okay. Aber mir ist es halt einfach echt viel zu viel hin und her. Aber ich glaube, trotzdem war es ja ein ganz nettes Beispiel dafür, dann halt, wie man halt mit einer Skalierung umgehen kann. Und wenn der Markt irgendwie halt nur beknackt hin und her läuft und irgendwie keine klare Sprache spricht, ohne dass es dann halt irgendwie Geld kosten muss, ne? Dafür war es ja dann vielleicht ganz okay. Also als Live-Trading halt jetzt nicht so der Burner, ne? Ist klar. Also mache ich mir selber natürlich nichts vor. Aber so was, so ist es. Was halt natürlich jetzt hier wieder sehr, sehr augenfällig ist, ist halt wirklich das Framing, ne? Im H1. Letzte Arbeitsbewegung oben angetestet. Einmal dahin geguckt und dann fällt es halt wieder runter. 20 Punkte tiefer jetzt schon, als ich eigentlich wollte. Und jetzt könnte man natürlich sagen, warum hast du den nicht drin gelassen? Den habe ich nicht drin gelassen wegen dem M15. Ganz einfach, ne? Weil das ist ja oft, wo ich sage, das ist meine erste Tendenz, ja, in einem Timeframe, der so ein bisschen größer ist, was der Markt als Impuls halt als nächstes machen könnte. Und der ist mir zu deutlich nach oben gerichtet. Deswegen bin ich da jetzt auch raus, ne? Kann immer noch sein, dass der jetzt trotzdem nach unten fällt. Das ist auch alles egal, ist okay. Aber das ist dann halt eben ein Markt, den ich nicht lesen kann. So, ich hoffe, das ist für euch okay, ne? Dass halt diesmal so ein bisschen eher über schaubarer wird. So, ich klicke mal hier kurz, ich mache den anderen mal nochmal an. Der müsste hier noch am Start sein. Der andere Trade, das ist nämlich der noch von gestern Abend. Ich meine, das ist natürlich dann halt das Nette, ne, dass der halt einfach hier fett vorne liegt. Ne? Das sieht man ja hier. Und von daher ist es halt auch immer dann, also wir haben halt oft den Fall, dass der, also hier sieht man den Entry schon gar nicht mehr, so weit ist der weg. Wir haben halt oft den Fall, dass am Vortag, ne, dass man da halt schon irgendwie sich so ein bisschen darauf hinarbeitet. Gut, jetzt hatten wir natürlich gestern, was ist das denn da oben Lustiges? Jetzt hatten wir natürlich gestern, hatten wir natürlich News, die dann halt dazu gepasst haben. Klar, ne, von daher ist es natürlich jetzt nochmal eine andere Geschichte. Aber
Trotzdem haben wir das recht oft am Tag davor. Hier oben ist dann jetzt halt der Entry, das war das. Ne? Also hier sieht man es jetzt noch irgendwie gerade. Vor dem muss man jetzt, glaube ich, dann erstmal auch keine Angst haben, dass der halt irgendwie direkt abgeschossen wird. Ne? Aber was man jetzt hier sieht, ne? Also ich wollte es jetzt nur mal kurz zeigen, also der ist halt noch auf, den habe ich ja am Mittwoch schon besprochen. Damit wir wenigstens ein NFP Live Trading haben, wo eine große Positivzahl steht. Okay, das ist natürlich Quatsch. Sorry, ey, bitte nimm mir das keiner übel, das war nicht wirklich ernst gemeint. Was wir halt sehen, wo ich jetzt halt auch mich so ein bisschen bestätigt fühle, ist, ne, wir reagieren halt hier im M15 schon wieder. Ne, und wenn es auch hier 20, 15 Punkte tiefer gegangen ist, als ich halt eigentlich wollte. Ich wollte hier nur auf den Anfang, beziehungsweise auf die 700. Ne, so what? Also ich glaube, das wird dann halt nachher die Kasse in irgendeiner Form dann halt erledigen. Ich habe hier nur so ein paar andere Charts zugemacht, aber ich kann das irgendwie kurz mal hier aufmachen. Und Nelson, wo stehen denn die anderen Werte? Wechsel hier nur mal ganz kurz das Bild, weil ich hier ein bisschen was umstellen muss. Was haben wir denn? Der Dollar ist gestiegen, Gold ist in der Reaktion gefallen, Öl ist ungefähr gleich geblieben, die US-Renditen sind gestiegen, S&P ähnlich verlaufen wie der Dow aktuell. Ja, und die Fed Fund Futures haben jetzt eine volle Zinssenkung von Juli auf September verschoben. Ja, wenn es denn dann dabei bleibt, ne? Du hast gemeint, Gold ist gefallen, ist es doch eigentlich gar nicht. Also ich habe hier jetzt mal kurz den. In Hast der du oder ersten hast Gold? Reaktion, der Gold Future, Hast du die erste Reaktion? Ja, ist, okay. ja, das meinte ich ja. Ja, okay. Gut, ja. Ja, da hätte ich auch gedacht, so ein kleiner Dip kann irgendwie Gold vertragen, aber halt mehr generell für meine Begriffe nicht. Also ich kann ja nochmal kurz rübergehen. Also das habe ich ja hier auch schon ein bisschen länger im Blick. Und vorhin auch noch gerade mit dem Kumpel auch noch drüber redet, habe ich gesagt, ja, so, ne, einmal kurz hier drunter, unter diese letzte Aufwärtsbewegung, das wäre legitim. 250 als Beispiel und dann halt wieder raufziehen als Dip, ne, aber generell, Gold ist halt long, ne, und solange es halt long ist, ist es halt eben long. Und von daher gibt es da natürlich nicht so wahnsinnig viel, da halt irgendwie auch zu sehen und zu sagen, jetzt hier im H1, ich bin bei Gold da nie so der Fan davon, irgendwie vom H1. Das ist einfach zu klein irgendwie als Timeframe, finde ich halt immer. Und weil Gold dann doch eher so halt immer so die größeren Swing-Positionen dann halt eigentlich auch sind. Bitcoin wurde auch noch gerade gesagt, ist runter. Ja, 66,5. Was habe ich denn hier für eine komische Darstellung, Alter? Ach so, ja, gut, okay. Mal kurz irgendwie runter, das passt aber noch, ne? Schwebt hier über dem Gap. Und da wäre ich hier immer noch ein Freund davon, wenn wir trotz aller Unkenrufe und trotz aller Short-Szenarien, wenn wir da halt einfach nach oben wegziehen. Den DAX gucken wir uns auch noch kurz an, was wir da denn noch haben. Also der sollte ja heute irgendwann noch auf die 50, Quatsch, 18.040. Das wird dann wohl gleich die Kasse erledigen. Wenn ich mir das so angucke, weil das der jetzt eben raufziehen sollte, wüsste ich halt eben auch nicht. Ne? Weil der wird jetzt hier natürlich wieder so in Modus kommen. Ich meine, man hat es ja gestern schon gesehen. Das hier war alles nachbörslich, nach Kassa, Schluss. Ne? Und da ging halt die ganze Bewegung los. Das heißt, der hängt jetzt hier so ein bisschen, ne, im Fahrwasser vom Dow da halt einfach mit drin. Und sieht auch so ein bisschen aus, als hätten die Marktteilnehmer heute Morgen überhaupt nicht gewusst, was sie damit anfangen sollen. Kassaeröffnung direkt runter, habe ich auch gestern im Trading Guide auch gesagt. Ne? So hier, da gab es halt wirklich nur so diese Richtung. Ich bin dann auch hier um 9 Uhr oder nicht um 9, aber das war halt mein eigentlicher Punkt oder auch der eigentliche Ansatz halt einfach nur runter, ohne großartig rücklaufen. Ich finde, das kann der DAX auch immer noch machen. Der Tag hat ja noch ein paar Stunden und wenn der Dow nachher eins auf den Deckel kriegen sollte, wovon ich immer noch ausgehe, egal mit welchem Anlauf, und dann wird der DAX es wohl auch fertig machen, hier bei der 18.040. Und dann wird man halt sehen müssen, ob der halt noch ein gutes Stück weiterfällt oder halt eben nicht. Ne? So, und hier der Dow, ah, da habe ich jetzt das falsche Bild. Okay, dann wäre ich besser bei dem anderen geblieben. Und beim Dow ist es halt eben. Kann man ja irgendwie nochmal gucken hier im H1. Das zappelt dann einfach nur auf der Stelle hier, ne, die Stundenkerze. Also immer noch da, wo wir vorhin irgendwie rumoperiert haben. Von daher erstmal alles fein, dass ich den aufgelöst habe, weil wenn keine Richtung kommt, kommt keine Richtung. Da muss ich auch nicht irgendwie an dem Trader festhalten. Ne? Also ich glaube, das war dann ganz okay. Und manchmal verdient man halt eben kein Geld. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt dann Geld verlieren muss. Das ist also, ne, gehört natürlich auch dazu, aber. Deswegen meine ich ja vorhin, weil ich das hier sehe, deswegen habe ich da auch nicht so viel Respekt davor. Nur weil der jetzt mal irgendwie kurz nach Norden geht und
weil wir sind halt hier nun mal in einem Abwärtsimpuls, im Abwärtstrend, in einem recht jungen oder den er versucht zu etablieren. Und klar wird das sich hier, und klar werden hier Positionen aufgelöst, aber das alles zeigt halt hier, wir stehen hier an einem Level, das einfach halt nicht markant genug ist, als da halt eben viel passiert. Und deswegen wäre es eigentlich cool gewesen, wenn halt hier zu den NFPs der Markt eben zuerst mal raufläuft. Ja? Also das heißt, erstmal Positionen aufgelöst werden, die nochmal draufgegeben werden. Dann hätte man natürlich dann halt so eine Bewegung gehabt, die halt schon recht schick gewesen wäre. Ne? Also so einmal wirklich hier so bis da oben, weiß ich nicht, irgendwo hin, ja, so in einem Rutsch. Ne? Und dann so nach dem Motto, ups, falsche Richtung, verdammt. Ne? Und dann halt, also ist natürlich so nicht, sondern halt nicht falsche Richtung, sondern halt eher so, dass dann halt eben die Verkäufer auf der Lauer liegen und dann halt sagen so, hey, okay, here we go, ja, und da können wir nochmal was reingehen. Und wenn das Ding dann auf Anfang zurückläuft, in dem eigentlichen Abwärtsimpuls, und dann ist es halt irgendwie auch relativ klar, dass dann anschließend sowas hinterherkommt. Ne? Und dann hat man natürlich einen sauberen Trade. Aber hier so an der Stelle, wenn eben sowohl nach unten als nach oben irgendwie wenig kommt, nach unten war einfach falsch, ja. So hätte man machen können. Ich ärgere mich natürlich so ein bisschen, dass ich halt vorhin irgendwie mich so ein paar Sekunden da wirklich vertan habe, weil ich wollte wirklich, man hat es ja mitbekommen, ich habe ja gesagt, ja, wenn man dann irgendwie auch Short will und dann plopp und dann war es schon zu spät, da habe ich schon die Sekunde verpasst. Und dann kann man nämlich da einfach eine Short Order hinsetzen, wollte ich natürlich sagen, kann den Impuls nach unten mitnehmen, ja. Und wenn es nur irgendwie 30, 40 Punkte sind, ist doch völlig okay, ne? Und es waren aber halt 100 Punkte, die man hätte mitnehmen können. Gut, ist dann so, ne? Schlafen ist auch manchmal meine Spezialität. Okay, so, jetzt haben wir hier, ne, also, um das jetzt mal nochmal für den Kassamarkt. Also, hier ist ein Grün, deswegen Grün, weil halt schon möglich ist, dass wenn jetzt hier nichts zu holen ist, ne, hier haben wir jetzt ja quasi so einen kleinen Fehlausbruch da auf der Unterseite, ne, also, wenn man das so nennen darf, so als erste Richtung. Es könnte jetzt schon sein, ne, dass die Kasse da jetzt versucht, nochmal eins dran zu setzen und dann halt eben mal ein Stück nach oben läuft. Ob dann das ganze Ding hier kommt, ja, bis darauf an die 39.000, das weiß ich natürlich nicht, ja. Das ist halt schon klar. Aber wenn da halt irgendwie der Markt anfängt, Gas zu geben und sich im Squeeze darauf drückt, dann wäre das hier oben wegen dieses Supports da, wäre das halt eben schon relativ klar der Punkt, an dem ich dann halt auch heftigst dagegen halten würde. Und ansonsten würde ich jetzt erstmal hier dagegen halten, aber der Versuch drüber rauszukommen in Richtung von der 900, 931 als letztes ATH und dann eben drauf bauen, dass diese Bewegung dann halt eben später kommt. Mehr kann ich da momentan einfach beim besten Willen auch nicht erkennen. Ne? Klar, warum oder wie auch. Guckt euch mal an, wie viele Stunden das jetzt hier sind, wo der in der letzten Abwärtsbewegung drin hängt. Aber generell gilt natürlich eigentlich immer, ne, dass so ein Framing halt eben erstmal fortgesetzt wird. Das heißt, dass da unten eigentlich noch was dran gehört. Und bevor es dann halt irgendwie auch nochmal in die andere Richtung drehen kann. Vor allen Dingen, wenn wir halt so eine Range haben. Range löst ja meistens eben in die Richtung auf, und diese halt eben entstanden ist. Ne? Gut. Ich gucke nochmal hier über die Kommentare drüber. Gehe jetzt mit 30 Punkten SL rein. Nico meint, was meinst du? Long oder der Nico? Der Nico, der mit mir nie einen Livestream machen will, den ich schon tausendmal gefragt habe und wenn ich frage, versteckt es. Skypen im DAO und eventuell Shorts, sagt HP, ja, ne? Klar, Skypen geht ja irgendwie meistens, außer man hat es jetzt irgendwie genau in der Mitte erwischt, wie ich vorhin. Gold 2300 Mauer, ja, ich sehe es noch nicht so wirklich. Gold 2360 wäre mein Favorit. Ne? Okay, Tim, letzte H1, also Nasdaq, okay. Okay. Gut, FOMO, ja. Sieht nach Buy the Dip FOMO. Das ist, ich glaube, Leute nicht, dass das, also ich kann mich auch täuschen. Das sieht für mich nicht danach aus, als dass halt hier irgendwie ein Dip wird. Das sieht für mich aus wie der Beginn von der Korrektur. Und klar kann man damit auch falsch liegen, ne? Aber das ist ein bisschen zu heftig, was da halt gestern gekommen ist. Und im Vergleich dazu, weil ja auch die Überlegung war, heute dann alles wieder rückwärts wegen der NFPs, woher? Woher soll es kommen? Also weder von dem, was wir jetzt irgendwie gerade hier im Bild gesehen, also im Chart gesehen haben, weder daher, was die erste Reaktion angeht, noch von dem, was die NFPs ja als Zahlen dann halt auch widerspiegeln, was das halt irgendwie rechtfertigen könnte. Von daher, ich glaube da nicht dran. Ich wäre da halt eher ein Freund davon, wenn man jetzt wenn man jetzt also von gestern Short dabei war, ja, und den noch hat, ist es sowieso einfach, klar. Aber ich bin jetzt mit der Positionierung, wie ich es jetzt gerade habe, ein großer Freund davon zu sagen, okay, ich schiebe den Stop ganz weit hoch, ja,
muss gar nicht irgendwie viel bei rauskommen, weil es halt irgendwie geschmissen wird. Aber gucke mir an, ob der Markt das jetzt nicht wirklich fortsetzt, was er jetzt hier angefangen hat. Und wenn das so ist und wenn wir da unten halt in Rot heute rauskommen und dann haben wir halt auch eine hohe Chance, dass wir am Montag dann mit einem Downgap starten und dann brauche ich das Ding nicht mehr anrühren. Dann mache ich das, wie ich hier gerade gezeigt habe. Ich lege eine neue Strategie an für Day Trading und den anderen lasse ich einfach drin und lasse den dann als Swing dann halt mitlaufen, bis wohin halt auch immer. Weil die Chance ist einfach da. Dafür war der Entry gestern viel zu gut, um den jetzt hier zu verschenken und dann jetzt irgendwie plötzlich auf die Gegenrichtung zu bauen. Im Day Trading ist natürlich immer wieder alles erlaubt, das ist halt schon klar, ne? Aber auch wenn man hier das Bild jetzt nicht mehr groß sieht, aber hier unten sieht man es ja in klein und ihr auch auf eurem Chart, wir stehen immer noch auf der gleichen Stelle wie gerade, ne? Also von daher ist das, glaube ich, erstmal soweit okay. Gut, so, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Der Nelson ist ja hoffentlich auch noch da und wird mit Sicherheit auch noch klar noch ein Wort zum Abschluss, oh Gott, zum Abschluss sagen. Und ich freue mich natürlich trotzdem immer wieder über ein Like, ja, auch wenn es heute nicht arg spektakulär hier gewesen ist. Aber vielleicht haben mir die Erklärungen so ein bisschen was geholfen und auch das natürlich, was der Nelson dazu beigetragen hat. Ich finde es ja immer gut, ne, wenn einer dann halt eben sich dann halt um Fakten, Zahlen, Daten kümmern kann und da halt ein bisschen was einstreuen kann und ich dann von meiner Seite mich einfach aufs Trading konzentrieren kann. Also deswegen auch an dich. Dankeschön, Nelson, dass du dich heute da so ein bisschen mehr mit eingebracht hast. Auch wenn das mit der Kamera nicht geklappt hat. Nächstes Mal kriegen wir das aber hin. Bin ich Auf überzeugt. gut, du Webinar. Funktioniert, das reicht auch. Ja. Okay, gut. Also, Prima. Dankeschön. Liked das Video, abonniert den Kanal, nicht weglaufen direkt. Wer ein vernünftiges Konto braucht, das gibt es bei FX Flat. Ne? Müssen auch hier ein bisschen Werbung machen. Das hat aber auch seinen Grund, weil was ihr hier immer seht bei mir, Orderbuch, CFD, wo sich manch einer denkt, was ist das? Das geht tatsächlich nur mit FX Flat. Ja, also, weil dann kann ich halt einfach die Future-Daten hinter den CFD klemmen und kann mich da halt skalieren, wie ich es halt eben brauche und wozu Skalierung gut ist, hat man ja gerade gesehen. Also, Link gibt es immer unter den Videos. Und kann ich natürlich nur wärmstens empfehlen. Ansonsten gibt es natürlich dort auch den Stereo-Trader, logischerweise, wenn ihr den mögt. So, nochmal Dankeschön, aber das letzte Wort hat der Nelson. Bis dahin. Ja, vielen, vielen Dank, Dirk, für das Webinar heute. Vielen Dank an alle für die Teilnahme und Dirk hat halt schon gesagt. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind, dann zum Live-Trading. Ich glaube, nächste Woche nicht, darauf die Woche müsste es sein. Und schönes Wochenende. Passt auf eure Positionen auf. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.